Ich erteile das Wort nun der Kollegin Katrin Vogler. Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, seit dem BGH-Urteil vor ungefähr einem Jahr machen wir uns jetzt hier im Haus sehr intensiv, ernsthaft und manchmal auch etwas emotional Gedanken über die Präimplantationsdiagnostik. Heute werden wir jetzt entscheiden, ohne Fraktionsbindung, jede und jeder nur nach seinem oder ihrem Gewissen. Und ich respektiere absolut die Gewissensentscheidung derjenigen, die hier zu einem anderen Schluss gekommen sind als ich. Aber ich möchte doch noch einige offene Fragen aufwerfen, die Sie sich vielleicht nicht so gestellt haben, und bitte Sie, darüber nachzudenken. Zuerst mal bitte ich Sie, zur Kenntnis zu nehmen, jeder hier im Haus hat Verständnis für den Wunsch von Menschen, die von einer Erbkrankheit betroffen sind, auf eine glückliche Schwangerschaft und auf die Geburt eines gesunden Kindes. Niemand hier möchte Menschen in Not allein lassen. Aber wir müssen uns auch ganz nüchtern fragen, ob das, was wir hier gesetzgeberisch tun, nicht doch weitreichendere Folgen hat, Folgen, die wir so nicht beabsichtigen. Und ich weiß aus vielen Diskussionen und aus Gesprächen mit Mitgliedern meiner Fraktion, dass es ganz unterschiedliche Motive gibt, dem Gesetzentwurf der Gruppe Flach-Hinze zuzustimmen. Also da gibt es diejenigen, die eigentlich eine möglichst uneingeschränkte Freigabe der PID wollen, und andere, die wollen nur in ganz eingeschränkten Situationen wenigen Elternpaaren helfen und glauben, dass sie es mit diesem Gesetzentwurf am besten können. Nun lassen sich diese ganz unterschiedlichen Sichtweisen ausgesprochen schwer in einem Gesetzentwurf zusammenbringen, und deswegen hat er einige Unschärfen, die für mich viele, viele Fragen offen lassen. Zum Beispiel der Begriff der schwerwiegenden Erkrankungen. Befürchten Sie nicht auch, dass dieser Begriff geradezu einlädt zu einer Ausweitung? Was schwerwiegt, liebe Kolleginnen und Kollegen, das empfindet doch jeder Mensch anders. Ich habe hier zum Beispiel den Eintrag einer jungen Frau aus einem Kinderwunschportal im Internet. Sie möchte gern schwanger werden und ihre Ärztin sieht trotz chronischer Erkrankung darin kein Hindernis. Die beschreibt jetzt recht plastisch, wie ihr Partner sie bedrängt, eine PID durchführen zu lassen. Ich zitiere: Schließlich wolle er gesunde Kinder haben und nicht, dass sie mal so leiden müssen wie ich. Die junge Frau allerdings meint, so schlimm ist mein Fall ja doch gar nicht. Und meine Mutter und ich reden uns über dieses Thema in Rage, jedes Mal, weil wir es zum Teil auch unfair finden. Mein Vater und mein Freund sind der Meinung, solche vorbelasteten Frauen sollten gar nicht erst Kinder bekommen. Sie empfindet das Anliegen ihres Freundes, obwohl sie auch Verständnis dafür hat, auch wohl als Infragestellung ihrer eigenen Person, und fragt dann etwas zynisch: Wie kommt eine Frau mit definitiv nicht einwandfreien Genen überhaupt auf die Idee, mal eigens gezeugte Kinder in die Welt zu bringen? Durchlebt also das, was wir in der Begründung unseres Antrags etwas abstrakt als sozialen Druck beschreiben. Diesen Druck würden nach einer Zulassung, auch wenn sie begrenzt ist, noch viel mehr Frauen ausgesetzt. Können Sie diese Befürchtung verstehen? Was schwerwiegende Krankheiten sind, das bestimmen dann auch nicht die Frauen selbst, sondern Ethikkommissionen und im Zweifelsfall wieder Gerichte. Auch Krankheiten, die erst im Erwachsenenalter ausbrechen und daher meiner Ansicht nach gar nicht als Belastung für die Eltern gewertet werden können, sind nicht ausgeschlossen. Entspricht das wirklich Ihren Vorstellungen? Und mit einem Änderungsantrag wurde dann der ohnehin unscharfe Begriff hohe Wahrscheinlichkeit noch durch den noch unschärferen des hohen Risikos ersetzt und damit die Zielgruppe erheblich erweitert. Ich frage Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist das wirklich in Ihrem Sinne? So geht es leider weiter. Auch im Gesundheitsausschuss konnten wir nicht klären, welche Form der PID nun eigentlich zugelassen werden soll mit diesem Antrag. Die bisher übliche Blastomerenbiopsie oder, wie der Kollege Hinze in der Anhörung meinte, nur die Untersuchung von Blastozysten, also von nicht mehr voll entwicklungsfähigen Zellen. Aber wissen Sie, dass das ein als experimentell bezeichnetes Verfahren ist, das bisher weltweit erst äußerst selten durchgeführt wurde? Ich habe da als Gesundheitspolitikerin ganz massive Bauchschmerzen.
Können Sie das nachvollziehen? Darum bitte ich Sie, überprüfen Sie bitte noch mal ganz ernsthaft. Wollen Sie, dass die PID wirklich auch bei spät manifestierenden Erkrankungen angewandt werden darf? Welches gesellschaftspolitische Signal wollen wir heute hier aussenden? An die junge Frau, von der ich gerade erzählt habe, und an viele, viele Paare, in denen ein Teil chronisch krank oder behindert ist. Und was antworten Sie, wenn eine Ärztin Sie fragt, welches Verfahren sie denn nun anwenden darf? Wenn Sie sich da nicht ganz sicher sind, wie Sie diese Fragen beantworten würden, dann möchte ich Sie bitten, Ihr Stimmverhalten noch einmal zu überdenken. Wenn Sie eine klare Grenze ziehen wollen, dann bitte ich Sie, stimmen Sie mit mir und der Gruppe Göring-Eckardt für ein eindeutiges Verbot der Präimplantationsdiagnostik. Danke.